Was ist das? Das ist ein Gerät, das man sich ins Ohr steckt. Und dann kann man in fremde Träume eindringen. Wie in dem Film, von dem du dauernd quasselst. Meinst du Inception? Genau, Morty. Das hier ist ziemlich ähnlich. Außer, dass es Seelen ergibt. Inception ergibt Sinn. Du musst mich nicht überzeugen, Morty. Hör zu. Heute Nacht brechen wir bei deinem Mathelehrer Mr. Goldenfold ein. Wir werden ihm die Idee einpflanzen, dir lauter Einsen in Mathe zu geben. Und somit kannst du mir, naja, öfter bei meinen Erfindungen helfen. Oh Mann, Rick, während du das Teil gebaut hast, hättest du mir auch bei den Hausaufgaben helfen können. Hörst du nicht zu, Morty? Hausaufgaben sind dumm. Es geht darum, sie loszuwerden. Ach komm, jetzt lass uns das einfach durchziehen. Wir machen eine Inception bei deinem Lehrer. Du frustrierst mich. Du kennst mich doch gar nett, nicht. Nett, Mrs. Pancakes. Echt nett. Nächste Woche bei den Tage und Nächte von Mrs. Pancakes. Dann wirst du mich jetzt kennenlernen, verdammt. Oh, oh, Spoiler-Alarm. Ich hänge eine Staffel hinterher. Wow, Rick, ich kann nicht glauben, dass wir bei meinem Lehrer zu Hause rumhängen stehen. Das ist echt schräg. Das wird noch um einiges schräger, Morty. Käsecracker? Käsecracker? Ich nehme zwei. Oh, ich glaube, Sie hatten genug, Sir. Sie kennen mich doch gar nicht. So, Morty, wir sollten anfangen. Hilf ein bisschen. Aber nicht doch. Und jetzt schütteln Sie auf damit. Alarm! Akbar! Wir übernehmen dieses Flugzeug. Wir werden es 11. September, wenn Morty Smith nicht bessere Noten in Mathe bekommt. Hey, ich sagte keine Bewegung, Kumpel. Mein Name ist nicht Kumpel, sondern Goldenfold. Hasta la vista, Baby! In Deckung, Morty! Goldenfold hat mehr Kontrolle als erwartet. Der Kerl ist Mathelehrer an der Highschool. Und dennoch ein aktiver Träumer. Wir müssen ihn ausschalten, dann wacht er auf. Aber wir dürfen nicht sterben. Wenn man in fremden Träumen getötet wird, stirbt man echt, Morty. Was? Soll das ein Witz sein? Oh. Jetzt sei kein Baby. Im echten Leben vermeidest du jeden Tag erschossen zu werden. Mach jetzt das Gleiche und alles wird gut. Goldenfold, wir kommen raus. Wir wollen nur reden. Wieso soll ich mit euch verhandeln? Weil wir beide vernünftige Erwachsene sind, die nicht wollen, dass irgendwas passiert. Und ich habe einen menschlichen Schild. Mrs. Pancakes! Nein, Morty, sein Unterbewusstsein gerät in Panik. Weg hier! Ganz ruhig, Morty. Sieh mal, Mrs. Pancakes hat einen Fallschirm. Komm! Hey, Sie kennen mich doch gar nicht. Oh nein, Rick, sieh nur. Goldenfold hat das Flugzeug gelandet und einen mechanischen Arm gebaut, um Mrs. Pancakes aus der Luft zu pflücken, während wir in heiße Lava stürzen. Gut beschrieben. Scheinbar haben wir das Unvermeidliche nur hinausgezögert. Ja, das Unvermeidliche hinauszögern. Hör zu! Wenn wir in Mrs. Pancakes Traum eindringen, wird alles 100-mal langsamer passieren. Das verschafft uns Zeit, eine Lösung zu finden. Sie kennen mich da... Okay, los geht's. Ziemlich krank. Verurteile sie nicht, Morty. Okay, wie du meinst. Sieh nur, Mrs. Pancakes ist gleich da oben. Ich frag sie, ob sie Goldenfold bittet, uns nicht zu töten, wenn sie aufwacht. Nicht doch, Morty. Der Trick bei einer Inception ist, die Leute glauben zu lassen, es wäre ihre Idee. Jetzt hör zu. Wenn das bei Mrs. Pancakes klappen soll, müssen wir uns tarnen. Wir reden nach dem Essen. Na du. Oh Mann, tut mir leid. Nein. Oh, komm her. Oh wow, komm doch zu mir, Baby. Nein, kein Bedarf. Wow. Summer? Hallöchen, Fremder. Wie gefallen dir denn die beiden hier? Oh, oh, eklig, eklig. Hey, 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 was ist nur los mit dir? Beruhige dich, du zerstörst die ganze Stimmung hier. Es ist Summer. Oh Gott, sieht aus, als hätte Goldenfold so schändliche Vorlieben, dass er sie in den Träumen der Leute, von denen er träumt, vergräbt. Dieser Perversling steht auf deine minderjährige Schwester. Kann man ihm das übel nehmen? Na los, alter Mann. Kleiner Junge, machen wir ein Mehrgenerationen-Sandwich. Oh mein Gott, Gott, zieh dir was an. Herrgott, Summer!